Ja, auf Wiedersehen. So. Die Person ist be Hallo, ich möchte. Ja, gut, weißt du was? Strikers passen aufeinander auf, Ja. oder? Wenn wir jetzt eben mit dem nicht sprechen können, machen wir einfach eine andere Aufgabe. Ich möchte jetzt auch gar nicht warten. Überbringe Claire Machard die Audioslate. Machen wir das einfach als nächstes und fertig. Müsst ihr auch theoretisch hier sein. Also in. Oder ist das in Aquila City? Ich glaube, das war Aquila City, ne? Ja, egal, machen wir jetzt trotzdem. Oder auch. Doch, das müsste die. Ja, da ist egal. War nicht einfach. Warte mal, wo ist denn. Nee, du bist ein. Hallo, steht mich alle im Hamza Weg. meckert immer noch wegen seiner verdammten vermissten Slate. Ja. Als ob die Security für so einen Kleinkram Zeit hat. Ich will doch einfach nur zu meinem Schiff runter. Spricht mit Mann Namsa. Hä, wo waren das? Jetzt ist eh egal. Oh, das ist ärgerlich. Verdammt. Sikre. Das war. Ja. Kennen wir ja schon zum Glück. Anscheinend schwimmen wir. Ohne Witz. So sieht's aus, als würde ich laufen im Wasser. Würde ich nicht hier in die Third-Person-Perspektive gehen? Sieht's aus, als würde ich. Nee, dann sieht's. Dann schwimme ich. Aber lieber die Ego, die ist schöner. Schöner. So, warte mal, da hinten. So, gleich geschafft. Finally. Dann bitte einmal hier hoch. Genau, einmal hoch hier. Okay, ich bin doch ein bisschen zu laut, oder? Verdammt. Machen wir doch nochmal ein bisschen leiser. So, jetzt machen wir es. Lassen wir es einfach so. Perfekt. So, so viele Einstellungen immer wieder übernehmen, das ist nicht so cool, aber naja, egal. Hat sich meine Kamera aufgehangen? Nein. Gut. Wir müssen zum Schiff, ne? Dahinter müssen wir. Gibt es eigentlich noch eine Stadt? Wir haben jetzt doch einige. Ich glaube, drei haben wir jetzt. Von vier weiß ich, aber gibt es noch weitere Städte oder sind das die einzigen großen Städte, die wir jetzt so haben? Freestar Ranger und sowas. Tschüss, Sarah, du kommst nicht mit, du bleibst hier. Warum kommt Sarah eigentlich bei jeder Reise mit? Ich möchte alleine unterwegs sein. Das ist ein bisschen nervig. Ich möchte sagen, geh, Sarah, du musst mir nicht folgen. Naja. Ich auch nicht. Eigentlich wollte ich zum Schiff. Warum muss ich jetzt den ganzen Weg hoch? Frech. Frech, frech, frech. So, warte mal. Mach mich hier durch. Hier soll ich in die ganzen Ladebildschirme, ne? Ohne Witz. So, dann runter hier. Und wo ist mein Schiff? Da hinten ist mein Schiff. Hallo. Oder tschüss. Wir müssen zu Aquila. Wie kann ich da nochmal aufkommen? Da schon mal nicht. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Es gab eine Taste, wo ich die Sachen wegstecken konnte. B? Tab? Nein. Ist auch egal. So, wir wollen eh. Schiff betreten. Lassen wir die Kiste abheben. Lassen wir das, ne? Oh, warte mal. Jederzeit gern, Captain. Ja. Sehe ich auch so. Ich muss mein Schiff langsam mal vergrößern. So, damit ihr mich nicht stört. Ihr bleibt alle da draußen, bitte. Dankeschön. So. Hinsetzen. Es gibt hier eh nicht wirklich einen großen. So, ne, weil. Gleich komme ich an den Ladebildschirm und dann ist das doof und dies.
Und gerade ist es eh zu laut, also von daher. Wir heben ab. Ich wollte gerade das Lied von Mark Forster singen, aber mir ist mir zwischendurch mal doch der Text entgangen. Ärgerlich. Bewegen uns in den Orbit, Captain. Ach so. So, wir müssen... Wo war denn nochmal Aquila City? Da. Alpha Centauri. Das ist doch schon wieder ultra nervig. Wir wollen da hinfliegen. Solange wir jetzt dahin fliegen, ich mach kurz mein Energy. Komm das wieder. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. So, sie hat was für mich, habe ich gehört. Was hat sie denn für mich? Stimmt, das war doch hier in der Lagerhalle, wo wir nicht reingekommen sind, ne? Was hast du denn für mich? Bist du bereit? Ja. Oder brauchst du noch einen Moment allein? Eigentlich bin ich bereit. Verstanden, wir sind ein Team. Wir sind eigentlich will ich erst noch etwas alleine machen. Was habe ich von der Sache? Zahlt die Constellation mir mein Gehalt? Außer dem Schiff, dem Roboter und einer kostenlosen Wohnung, meinst du? Welche Wohnung? Wir können gelegentlich ein paar Mittel verteilen. Und vor allem können wir dir einen ordentlichen Anzug besorgen. Wir sind Entdecker. Wir haben reichlich entsprechende Ausrüstung. Je mehr du mit uns arbeitest, desto mehr profitierst du davon. Okay, das hört sich interessant an. Du musst los? Nein, eigentlich hast du gesagt, du hast was für mich, aber anscheinend ja doch nicht. Bist Hallo. Du? Hey, wie kann ich dir helfen? Ich würde mir gerne Schiffe sehen und modifizieren. Na, nur zu. Ja, so welche Schiffe hast du denn eigentlich? Kann ich mir irgendein Schiff kaufen? Wollte mir eigentlich Schiffe ansehen, T. Ach so, Schiffsbilder untersuchen, Schiff verbessern. Nee, eigentlich, warte mal. Ich würde mir gerne die Schiffe ansehen. Okay, kein Problem. Hat der nur ein Schiff für mich? Händlercredits 74.000, meine Credits 52. Sag mir mal, was für Schiffe du im Angebot hast. Du findest sicher was, was dir gefällt. Ja. Das ist jetzt schon schlechter als man jetzt. Warum soll ich mir das kaufen? Ja. Okay. Wie teuer ist denn das? Was? Nur 900? 74 nur? Warum ist denn das so billig? Hä? Sehe ich das richtig? Warum ist das so billig? Ja, wenn es so ist, ne? Du hast nicht was? Du hast nicht genug Credits für diesen Handel. Hier steht doch Wert 1700, Masse 52. Wie teuer ist denn das Schiff? Das steht doch hier nirgends. Jo, wie sieht das denn aus? Doxter Xiang. Ich weiß nicht. Wo der Preis? Ach, da. Jetzt steht 132.000 da. Jo, was ist das denn? Warum sollte ich mir das kaufen? Das sieht aus wie ein Haufen. Bleh. 66. Ah, das sieht auch sick aus. Aber ich habe leider nicht genug Geld. Das ist echt schade. 76. Das ist nur ein bisschen weniger, ne? Das sieht auch sick aus. Sparen wir noch ein bisschen. Dann kommen wir uns okay, irgendwann mal ein neues Schiff. Oder wir bauen selber ein Schiff. Aber ehrlich gesagt, gefällt mir das jetzt hier gar nicht. Was gibt's denn hier so Schönes? Raketenwerfer, okay. Pulse Laser Flare. Das sieht doch schon mal sick aus. Hm.
Laserflare. Würde den Schaden halt komplett wegmachen, ne? Elektronik, das. Ne, machen wir das hier. Sind das eigentlich hier drüben die gleichen wie auf der anderen Seite? Kanonenmauler. Habe ich halt ein bisschen besser, ne? Machen wir das ran. Ach, hier habe ich nur das eine. Wie komme ich denn jetzt hier nochmal? Nee. Aha. So, wir haben unser Schiff maximal verbessert. Vorkategorien, nichts. Wie kann ich jetzt kaufen? Annehmen, Enter. So, jetzt haben wir unser Schiff ein bisschen geupgradet für 50.000. Okay, klar. Wir kümmern uns um Löcher, defekte Dichtungen und all sowas. Danke, danke, danke. War vielleicht absolute Geldverschwendung. Ist egal. Wir werden irgendwann noch genug Geld haben. Stimmt, ich weiß noch, wo ich noch hier runtergesprungen bin, wo ich war. Ja, lol, stimmt. Aber hier komme ich n... Lol. Ich fällt gerade ein, ob ich vielleicht jetzt irgendwie da hinten reinkomme, wenn ich aufs Dach gehe. Muss ich mal kurz gucken, weil wenn ich jetzt eher aufs Dach komme, dadurch, dass ich jetzt ein Jetpack habe, wäre das sick. Und dann könnte ich auch die eine Aufgabe machen mit dem Lager, was wir da machen sollen. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere da noch erinnern kann, aber ich habe eine Aufgabe bekommen, wo wir ins Lager sollen, wo ich die das Überzeugen ein bisschen verhauen habe. Verdammt. Aua. Aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wo ich hier reinkommen soll. Okay, das ist nicht gut. Warte, wir gehen nochmal auf das Dach zurück und dann kommen wir nochmal auf das kommen und springen dann so rüber. Genau. Sehr schön. Aber es scheint mir... Doch, dahin, das dahin sieht aus wie eine Tür. Ha, easy. Ja. Hallo. Das ist schon mal keine Tür. Das ist echt schade. Na, hier fehlt mir noch ein bisschen was. Na, ich möchte jetzt ungern so weit rennen, wenn ich ehrlich bin. Schade, es scheint nicht so, als würde ich hier irgendwo reinkommen. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen zäh. Gut. Dann Leiter. Warum mache ich mir den Weg so umständlich? Gut, wir sind schon mal auf dem Dach drauf. Aber sieht nicht so aus, als würde ich hier irgendwo reinkommen, ne? Nope. Und ich glaube, ich bin eh falsch. Da vorne ist die Lager. Ne, da ist die Lagerhalle. Hm. Hallo. Pass auf die. Sei vorsichtig, okay? Nicht, dass ein Frachter auf deinem Kopf landet. Wo bekommen wir denn diese ID-Karte her? Wie kann ich nochmal. So kann ich nochmal wechseln, ne? Das würde mir gar nichts bringen. Der würde gehen. Also wir können erstmal nur mit dem anfangen. Hm. Ja, aber welchen soll ich denn jetzt nutzen, bitte? Das
passt das, ne? Das können wir auch noch so nutzen. Sicherheitsstufe Einsteiger. Haha, Einsteiger. Automatischer Platz. Ja, cool. Ja, okay, weiß ich nicht, du. Keine Ahnung. Ja, dann ist das so. Aber so könnte ich rein. Wenn das nicht sieht, dann könnte ich das auch einfach hacken. Gut, ich muss mal gucken, wo ich Dietrich herbekomme. So, das Schiff sieht wunderschön aus. Okay, dann wollen wir mal dahinter. Wie heißt die Aufgabe? Sehe ich gerade nicht. Schade. Müsst ihr wahrscheinlich ins Aufgabenheft gucken, also in die Aufgabenliste, Questliste. Mir fällt gerade ein, wir hätten auch einen theoretischen zweiten Crew-Mitglied kaufen können. Hier ist das sogar die Bar, wo ich hin soll, oder? Mit ihm da hinten soll man sprechen. Hallo, ich komme hier hinten so vorbei. Hallöchen. Okay. Hallo. Hi. Hallo? Slade Game, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Slade Game, ich habe etwas für dich. Sag dir den Namen Roy Mensah etwas? Das ist mein Mann. Steckt er in Schwierigkeiten? Weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe die Slate gar nicht gelesen. Okay. Was ist los? Was ist das? Oh, ich verstehe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Danke, dass du mir das gebracht hast. Mein Beileid. Er muss dich und euren Sohn sehr geliebt haben. Das Leben ist manchmal hart, aber du musst jetzt stark sein. Mehr als je zuvor. Ja, das hat er. Wir haben ihn sehr geliebt. Tut mir leid. Ich muss gehen. Oh Mann, die Arme. So, das haben wir aber jetzt erledigt. Die Arme, tut mir leid. Komme ich auf den Baum hier hoch? Nein, schade. So, was macht man jetzt? Wir haben noch mehr Aufgaben. Das ist ja nicht die einzige. Wir haben hier. Fahre den Verteilerkasten herunter. Ah, das war das, wo ich nicht gerafft habe, wie ich da reinkomme. Gut. Finde neue Stories für SNN. Das hört sich ganz gut an. Da hinten. Dann können wir auch gleich hier bleiben, weil das ist dann echt ein Goodie. Das schon echt heftig, wie schön das auch teilweise aussieht, ne? Ich frage mich gerade nur, warum ich so wenig FPS habe, aber das ist erstmal irre. Hier, ich bin von hier oben runtergesprungen, das war mega sick. Ich habe den ganzen Weg gespart. Ich hatte nicht diesen Ladescreen. Einfach von oben runterspringen. Awesome. Awesome. SSNN Field Office, da soll ich ja hin. Das war doch der Nachrichtengedönssender, oder? Ja. Hallo. Wenn du erzählst und bekommst Geld, ich mache die News. Win-Win-Situation. Ich habe Informationen zum Girlbank-Überfall in Aquila City. Du kommst echt herum. Wundert mich, dass die Filiale noch Kunden hat, wenn ich bedenke, wie oft sie überfallen wurde. Bitte was? Aber ich dachte, die Ranger hätten das endlich unter Kontrolle bekommen. Anscheinend ja nicht. Es ging wohl ziemlich zur Sache. Mhm. Stimmt das? Ja, die sind alle tot. Da kann man wohl sagen, ja. Ich war auch zum ersten Mal dort. Willkommen in Aquila City. Beachten Sie den Überfall gar nicht. Ich fasse es nicht, dass die Bank mehr als einmal überfallen wurde. Die Basis der Ranger ist zwar in Aquila City, aber ja. Sie sind über das gesamte Freestar Collective verteilt. Was war mit den Räubern? Die Shaw-Bande? Wieso weißt du von der Shaw-Bande? Wahrscheinlich wegen der Dings. Okay. Der Marshall hat dafür gesorgt, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Für immer. Ich habe sie alle ausgeschaltet. Kein Überlebenden. Wenn es hier nichts ausmacht, möchte ich nichts darüber sagen. Das kann ich ihm nicht verübeln. Bewaffnete Räuber verdienen keine Gnade. Solche Dinge laufen oft schmutzig ab.
Kamen Kunden oder Bankleute zu Schaden? Zum Glück gab es keine Opfer. Es gab nicht einmal Verletzten, glaube ich. Weiß ich nicht. Sorry, das war alles ein Riesendurcheinander. Das freut mich wirklich. Normalerweise, naja, das läuft nicht immer so ab.